Guten Abend. Eine neue Ausgabe von dem Ende der Privatsphäre nach längerer Zeit. Wir haben heute einen Lyriker als Gast. Ich möchte mich vorher noch für mein Erscheinungsbild entschuldigen. Ich hatte eigentlich nach der letzten Ausgabe von Ende der Privatsphäre vor, nicht weiter zuzunehmen, sondern abzunehmen. Das ist leider nicht gelungen, um jetzt unseren Gast nicht in die Verlegenheit zu bringen, mit mir und meinem doch etwas abstoßenden Äußeren gesehen zu werden, haben wir uns überlegt, wir machen einen Rätselabend. Neben mir sitzt ein Aachener Lyriker, der in renommierten Verlagen den Rambo Verlag und dem Yesterday Verlag, nein, nicht Yesterday, er heißt anders, der Verlag mit Y veröffentlicht hat. Wie heißt der Verlag? Das ist der Jedermann Verlag. Der Jedermann Verlag mit Y. Das sind durchaus Bücher, die gelesen werden, auch über die Grenzen von Aachen hinaus. Wir möchten ein Ratespiel anregen. Wir verraten nicht, wer unser geheimnisvoller Gast ist. Am Ende der Sendung haben Sie vielleicht genug Tipps, um zu wissen, wen wir eingeladen haben. Es gibt etwas zu gewinnen, das zeige ich dann später. Es lohnt sich also zuzuhören. Genau zuzuhören. Lyrik ist ja nun ein Sprachgebilde der menschlichen Kommunikation, wo es ja um allergenauestes Zuhören geht. Für mich ist es so von den Ausdrucksformen der menschlichen Mittel eines der genauesten, der intimsten, vergleichbar vielleicht nur mit der Zeichnung, im Gegensatz zur Malerei. Die Malerei würde ich als Prosa verstehen, als visuelle Prosa. Lyrik ist Zeichnung, ganz nah am eigentlichen Empfinden. Oft werden auch Lyriker als Mystiker, als Metaphysiker verstanden. Wie ist das bei dir? Bist du ein esoterisch denkender Schreibender oder mehr politisch? Oder was treibt dich an? Was ist die Motivation? Nun, ich glaube, das muss man nicht unbedingt voneinander trennen. Das Esoterische, ein Begriff, der vorbelastet ist und insofern schwierig ist natürlich, aber durchaus vielleicht ein Stück weit seine Berechtigung hat, was Lyrik angeht, wenn man ihn als neutralen und im Wortsinne verstandenen auffasst. Und das Politische, das dem Lyriker, ob er sich nun dezidiert mit politischer Lyrik auseinandersetzt oder politische Lyrik schreibt oder nicht, ohnehin immer zu eigen ist, da er dazu neigt, Begriffe, Sichtweisen in Frage zu stellen, auf den Kopf zu stellen und insofern das Gedicht immer eine gewisse politische Dimension hat. Ich habe ein technisches Problem. Können wir die verzerrte Stimme, die ja dazu dient, damit wir unseren Gast jetzt nicht sofort und so leicht identifizieren können, ein wenig zurücknehmen? Es gibt einen Knopf, der befindet sich im rechten Bereich, da steht Effekt, Englisch Effekt. Den müsste man jetzt mal so ein bisschen nach unten drehen, damit man besser verstehen kann, was du sagst. Ich habe nämlich eigentlich nichts verstanden, außer politisch. Wie sieht es jetzt aus? Könntest du nochmal jetzt so örtliche Zuordnung im Bereich jetzt entweder abgedrehte Mystik oder tagesaktuelle Beat-Poesie nochmal beschreiben?
Ja, wie ich gerade versucht habe zu sagen, glaube ich nicht, dass sich das beides widerspricht, beziehungsweise dass beides Pole sind, die einander ausschließen, sondern der Lyriker, der die Poesie als Weltanschauungsform sich zu eigen gemacht hat, hat immer ein Stück weit auch etwas Politisches an sich. Ob er jetzt dezidiert politische Gedichte schreibt oder nicht, er neigt jedoch dazu, beziehungsweise das ist eine seiner Verfahrensweisen, festgefahrene Begriffe, Denkweisen und Bilder auf den Kopf zu stellen, eben in Frage zu stellen, neu zu übersetzen und in einer anderen Hinsicht zu verwenden. Insofern ist ihm das Politische auch immer inhärent. Ich möchte jetzt gerne unsere Zuschauer ein klein wenig langweilen und nochmal genauer nachfragen, wo du deine Traditionen siehst. Wer hat dich beeinflusst? Ich habe gehört, dass so ein Erweckungserlebnis in deiner Karriere die Lektüre von Ernst Meister war, den du im zarten Alter von wie viel, 16 Jahren, 17 Jahren gelesen hast. Ist das heute noch ein Bezugspunkt oder hast du dich davon entfernt? Ja, sagen wir, er ist einer von mehreren Fixpunkten. Insofern, dass er mir in meinem Leben, Leseleben, Lektüreleben mehrfach begegnet ist. Da ist zum einen tatsächlich so eine Art Schlüsselmoment, das stattfand, als ich tatsächlich so 16, 17 war und in der Stadtbücherei meiner Heimatstadt auf ganz anderes aus war, und zwar auf Erkenntnisse der modernen Physik, der Quantenmechanik und dergleichen. Und dann, der Zufall wollte es so, zu einer Ausgabe der Akzente griff, der berühmten Literaturzeitschrift, in der ich dann eben Gedichte von Ernst Meister fand. Das war eine ältere Ausgabe der Zeitschrift. Aber diese Gedichte, an denen ich dann hängen blieb, hatten ein großes Irritationsmoment für mich. Und zwar, weil sie dem, was ich bis dato in der Schule an Gedichten lesen musste, muss man sagen, nichts damit zu tun hatten. Also überhaupt nicht dem entsprachen, was ich unter Gedichten verstand bis dahin. Mich irritiert und verstört haben, mich im ersten Moment sogar dachte, mein Gott, das sollen Gedichte sein. Aber es hatte eine nachhaltige Faszination, sodass ich daraufhin begann, tatsächlich Lyrik zu lesen. Darüber hinaus ist Ernst Meister durchaus immer noch ein Bezugspunkt. Heute im Übrigen ist sein 32. Todestag, genau heute am 15. Juni. Ernst Meister teilt übrigens sein Todesjahr und mein Geburtsjahr, was man nicht als allzu großen Zufall begreifen muss. Aber auch in meinem Hochschulstudium war Ernst Meister immer wieder von Bedeutung. Hier in Aachen ist das ja auch ein großer Schwerpunkt in der Germanistik. Und nicht zuletzt der Verlag, in dem ich mein erstes Buch veröffentlichen durfte, hat einen Ernst-Meister-Schwerpunkt, in dem er das Gesamtwerk herausgibt. Was ist nochmal der genaue Bezug von Ernst Meister zu Aachen? Hat er hier mal gelebt? Nein, gelebt hat er hier nicht. Das hat zum einen mit dem Verleger des Hamburg-Verlags zu tun, der sich insbesondere diesen bis dato fast vergriffenen und nicht mehr verfügbaren Werk angenommen hat. Und zum anderen mit der Hochschule, die einen Forschungsschwerpunkt darin erkannt hat und sich des Nachlasses von Ernst Meister angenommen hat. Ich kenne eine Person, die über Ernst Meister gearbeitet hat, sehr intensiv, die sagt, er sei ein Paul Celan für Arme. Ist da was dran oder ist das ungerecht? Diese Aussage wüsste ich gerne ein bisschen näher begründet, damit ich sie beurteilen kann. Also begründet hat sie, es war eine Frau, das damit, dass er halt sich auf Celan sehr bezieht in seiner düsteren, nebulösen, metaphorischen Ausdrucksweise, aber halt ihm die Kraft fehlt oder auch die der biografische Leidensdruck. Celan hat ja nun immerhin in einem Arbeitslager Zeit verbringen müssen. Es fiel das böse Wort von Imitation. Das kann ich so nicht unbedingt nachvollziehen. Ich muss dazu sagen, ich würde mich nie als Ernst Meister-Experte begreifen, ganz und gar nicht. Ich bin ein Ernst Meister-Leser und teile mit ihm vielleicht ein Stück weit das Westfälische an ihm. Ich bin ja auch
Westfale ins Rheinland exiliert, wie ich gerne sage. Mittlerweile schon seit über 12 Jahren mittlerweile hier. Aber so eine Aussage würde ich nicht unterstreichen wollen, würde mich aber auch nicht dazu herablassen wollen, ein Expertenurteil darüber abzugeben. Ich lese ihn gerne. Er hat mir sehr viele Anregungen gegeben, nachträglich sozusagen sogar einen Startschuss für eigenes lyrisches Arbeiten oder Lesen zuerst mal gegeben. Und das ist mir in der Beschäftigung mit Ernst Meister zunächst auch mal genug. Wenn man deine Werke liest, spürt man eigentlich kaum einen Einfluss von Meister. Vielleicht so die Genauigkeit, die penible Genauigkeit der Formulierung, die aber auf keinen Fall besserwisserisch ist. Und mir kommt deine Lyrik leichtfüßig daher. Ich habe das erste Mal deinen Vortrag in der Raststätte gesehen. Das war so ein im Umfeld der Slam-Poetry, wo ich eigentlich nicht so wirklich viel erwartet habe. Als du dann so die ersten Texte lasst, hatte ich so ein Gefühl von Licht, da kommt etwas Leichtes daher. Ich weiß nicht, ob es bei Heidegger einen Begriff von Lichtung gibt. Falls es den gibt, passt der für mich auf deine Arbeit. Aber das kommt definitiv nicht von Ernst Meister. Was kam denn danach? Was hat dich danach beschäftigt? Ja, ich würde Ernst Meister auch nicht als den großen Bezugspunkt ansehen. Er ist einer von vielen Einflüssen auch und Orientierungspunkten. Natürlich versucht man sich irgendwann im Laufe der Lektüre, die man auch versuchsweise anstellt, sich durch die Gedichte der Tradition, der klassischen Moderne, der Nachkriegsliteratur und dann eben auch bis in die Gegenwart hinein zu orientieren, eine eigene Stimme zu finden. Das ist mitunter nicht so einfach, das dauert, das beinhaltet auch immer wieder Scheitern, ein Großteil der Texte scheitern, die wenigsten gelingen. Das wird jeder kennen, der künstlerisch arbeitet, ob er schreibt oder zeichnet oder Musik macht. Das Leichtfüßige, woher es nun kommt, vermag ich nicht zu sagen. Das müssen andere machen. Aber es ist schon der Versuch, ein Stück weit eine unmittelbare Sinnlichkeit in die Lyrik zu bringen, die nicht rein auf das Germanistische, auf das Schulische hin abzielt, sondern einen unmittelbaren Angang hat, ein unmittelbares, sinnliches, bildhaftes, vielleicht auch lichtes Erlebnis zur Folge hat. Und wenn man daraufhin sich dann genauer, eingehender mit dem Gedicht befassen möchte, umso besser, da kann der Gewinn nur noch größer werden. Was ist denn eigentlich der innerste Antrieb? Worum geht es? Geht es um Beschreibung von Emotionen, von Erkenntnis, Sprachspiel, Spiel mit der Sprache? Ja, vielleicht all das, wobei am wenigsten die Emotion, glaube ich, eine Rolle spielt. Die ist da zumeist doch eher fehl am Platze, wenn ein Gedicht aus einer unmittelbaren Emotion heraus entsteht, was bei mir so gut wie nie vorkommt, es sei denn, man geht zurück bis in die frühe Jugend, in die Pubertät, wo sowas seinen Weg mal ins Tagebuch gefunden hat, keine Frage. Aber die Emotion ist ein schlechter Ratgeber beim Schreiben. Ich denke, dass Gottfried Benn hat gesagt, kalt halten das Material. Und damit halte ich es im Grunde auch, wobei eine gewisse Nähe doch beibehalten werden muss. Wenn man sich zu weit vom Gedicht entfernt, oder vom Gegenstand und von der Sprache, dann wird es mitunter zu kühl, zu glatt vielleicht auch. Aber der innere Drang, gefühlsmäßige Drang, vielleicht auch psychologische Drang, Gedichte zu schreiben, der würde ins Therapeutische laufen und meines Erachtens eher schlechte Gedichte zutage fördern als gute. Du würdest also eine Konzentration auf das Emotionale als altmodisch betrachten in der Lyrik.
Nein, gar nicht mal. Das möchte ich auch so nicht gesagt haben. Ich sage nur, dass für mich der emotionale Impuls eine eher untergeordnete Rolle spielt. Natürlich gibt es auch Liebesgedichte, wenn man sie denn so nennen möchte. Die sind dann aber immer auch Liebesgedichte und nicht ausschließlich zum Beispiel. So wie ein politisches Gedicht immer nur ein gutes oder ein gelungenes politisches Gedicht immer nur auch ein politisches ist und auch vieles mehr. Mitunter kann sogar ein Liebesgedicht sehr politisch sein. Möchte aber sagen, dass die Emotion nichts Altmodisches ist, vielleicht aber eher ein Missverständnis von dem, wie man vermeintlich Gedichte zu beschreiben versucht. Und zwar, indem sie der innerste Ausdruck eines Menschen sind im Vergleich zu Prosa, wo wir mit Rollen agieren, wo man einen Erzähler sprechen lässt. Und so spricht auch in einem Gedicht natürlich nicht der Dichter selbst, sondern man nennt das lyrisches Ich, auch ein problematischer Begriff vielleicht, aber auch die Stimme des Gedichtes, des Textes ist natürlich nicht identisch mit der des Autors. Also dieses innerste Empfinden, was du da suchst und findest in den gelungenen Beispielen, das ist nicht die Emotion. Was ist denn dann innen im lyrischen Ich, wenn es nicht die Emotion ist? Ist das Beobachtung, Biografie? Auch das lässt sich, glaube ich, nicht auf einen einzelnen Begriff bringen. Vielleicht ist es ein bisschen so etwas, wenn man es denn versuchen wollen würde zu verknappen, so etwas wie ein Durst oder ein Hunger nach Erkenntnis, nach Verstehen wollen. So ein Gedicht ist in der Regel, so wie ich es verstehe, häufig auch eine Frage, die man nach außen hin stellt und nicht so sehr eine Antwort, die man sich oder dem Leser auf eine Frage hin gibt. Insofern ist das natürlich schon was Innerliches, der Versuch, sich eine Brille aufzusetzen, die nicht die eigene ist, die eine andere Stärke hat, eine andere Dioptrienzahl und die einem gewisse Dinge, die man mit der eigenen Brille oder wenn man keine braucht, mit den eigenen Augen klar und deutlich und scharf umrissen erscheinen, verschwommen werden lässt und andere eben wiederum, die man sonst in der Ferne nur oder allzu nah dran verschwommen sieht, plötzlich klar aufscheinen lässt. Vielleicht ist das ein ganz gutes Bild dafür. Der Durst, von dem du gesprochen hast, als Antrieb, ist ja der zentrale Begriff im Buddhismus. Da ist ja Durst, Trishna, die Ursache für das Irren in einer Welt, die nicht die wahre oder die echte ist. Hast du einen Draht zum Buddhismus? Nein, keinen unmittelbaren. Ich interessiere mich für diese Dinge, habe mich nicht intensiv damit beschäftigt. Ich nehme auf, was mir über den Weg läuft, lese vielleicht hier und da mal ein bisschen genauer. Das betrifft aber auch viele andere Dinge, nicht nur den Buddhismus, auch politisches, anderes Weltanschauliches, philosophisches und natürlich nicht zuletzt literarisches. Also für mich ist Lyrik im Gegensatz zu Prosa die höchste Intensität des Denkens, die ich mir vorstellen kann. Und das ist auch der Genuss, sich hinzugeben oder es auch auswendig zu lernen. Für mich ist der Sinn der Lyrik persönlich Dinge, die mich bewegen, die mich inspirieren, auswendig zu lernen und sie mir tagtäglich im Alltag vorzusagen. Es ist eigentlich das große Heilmittel, um diesen Teufelskreis des banalen Denkens, in dem man sich den ganzen Tag befindet, zu durchbrechen. Also mal eben jetzt nicht in diesem inneren Geschwätz über die nächsten Schachzüge der Karrierebiografie nachzudenken oder über die primären oder sekundären Geschlechtsmerkmale von irgendwelchen Leuten, sondern sich heilsam durch Worte heilsam
zu transformieren. Ich habe zum Beispiel jetzt erst, das ist nicht lange her, Ingeborg Bachmann entdeckt und habe sofort ein Gedicht auswendig gelernt. Das sage ich mir im Bus, im Wartezimmer, bei der Arbeit immer wieder vor, nur einzelne Worte. Und ich merke, wie mich das nach oben treibt. Lernst du oder weißt du Teile von Gedichten oder Gedichte auswendig? Ist dir das, gehört das zu deiner Praxis? Das gehört vielleicht insofern zur Praxis, als dass ich natürlich nicht nur Autor bin, sondern hauptsächlich auch Leser. Denn ein Schriftsteller, der selbst nicht oder nur wenig liest, bringt meistens wenig Nachhaltiges zustande. Insofern gibt es schon Lektüren, die sich nachhaltig einschleifen, vielleicht auch Verse, die dann aber situativ gebunden immer nur aufscheinen. Sei es in einer gewissen Lebenssituation, meinetwegen im Bus, wie du es gerade beschreibst, dass eine Szene Auslöser ist für ein paar Verse, die man irgendwo aus dem Lesen heraus mitgenommen hat. Ich lerne nicht dezidiert Gedichte auswendig. Im eigenen Schreiben passiert es natürlich auch hin und wieder, gerade in intensiven Phasen, dass man die Verse mit sich herumträgt, auch wendet und dreht und prüft. Das bleibt gar nicht aus. Aber was du vorhin zum Uplifting, nenne ich es mal, durch Gedichte sagtest, das finde ich ganz passend. Ich denke, so ein Gedicht, ein gelungenes Gedicht, und das entscheidet jeder Leser für sich selbst, was er für gelungen hält, das ist tatsächlich so etwas wie eine Art Frischzellenkur. Nicht nur für den Kopf, nicht nur fürs Hirn, für ein verquastes oder im alltäglichen befangenes Denken, sondern auch rein physiologisch, glaube ich, das. Denn ein Gedicht ist ja nicht nur Bild, sondern auch Klang. Und der Klang resoniert natürlich im eigenen Klangkörper, schreiben wir es ruhig mit Bindestrich, und entfaltet dort seine Wirkung. Der Klang ist ja auch für mich das Wichtigste, das kommt ja dem Mantra nahe. Aber bevor wir jetzt irgendwie zu esoterisch, mystisch verblasen werden, lass uns mal die Realität betrachten. Du hast ja nun in renommierten Verlagen schon einiges publiziert. Kann man zumindest ansatzweise von Lyrik leben? Kannst du von Lyrik leben? Dazu muss man ein ganz klares Nein sagen. Es ist zwar so, dass die Lyriklandschaft mittlerweile eine ganz besondere oder viele ganz besondere Blüten treibt. Das heißt, es gibt unheimlich viele aktive, jüngere, aber auch ältere Autoren und der mittleren Generation, die momentan fantastische Gedichte schreiben. Es gibt eine Vielzahl von Stimmen zu entdecken, die aber allesamt mehr oder weniger das gleiche Problem, wenn es denn ein Problem ist, haben, dass sie von dem, was sie da tun, wenn sie ausschließlich von ihren Gedichten leben möchten, eben nicht leben können. Häufig findet man eine Mehrfelderwirtschaft. Da hat der ein oder andere einen Brotberuf oder verdient sich als Rezensent noch etwas dazu. Stipendien spielen eine Rolle, Preise und Auszeichnungen. Das setzt sich alles zusammen zu einem, nennen wir es, Lebensunterhalt. Aber von Gedichten allein zu leben, ist meines Erachtens so gut wie nicht möglich, denn die öffentliche Wahrnehmung, und das heißt natürlich immer auch Absatzzahlen von Büchern und von Honoraren, die spricht eine andere, ihre eigene Sprache. Gib mal eine Schätzung ab, wie viele Personen in Aachen interessieren sich halbwegs ernsthaft für zeitgenössische Lyrik? 100? 50? Pessimistisch gesagt ist das zu hoch gegriffen. Wenn ich an Hans Magnus Enzensberger denke, der die lyrische Konstante von 1365 waren es, glaube ich, Lyriklesern in Deutschland postulierte, und Thomas Kling, der sie Jahrzehnte später nochmal nach unten korrigierte und sagte, es gebe vielleicht rund 300 ernsthafte Lyrikleser in Deutschland. Vielleicht liegt es irgendwo dazwischen. Vielleicht ist das arg pessimistisch. Das vermag ich nicht zu beurteilen.
Es gibt in Aachen, wenn man das daraus ableiten kann, eine ganze Reihe, dafür, dass Aachen jetzt nicht die allergrößte Stadt ist, doch einige bemerkenswerte lyrische Stimmen, woraus ich schließe, dass auch ein Interesse an einer Beschäftigung mit Gegenwartslyrik da ist. Darüber hinaus, ob es in der Studierendenschaft, hier in der Aachener Literaturwissenschaft, große Mengen an Studierenden gibt, die sich mit Gegenwartslyrik befassen, das vermag ich nicht zu beurteilen. Es wird, das muss man vielleicht dazu sagen, den insbesondere den jungen Lesern auch nicht oder ist in langer Zeit nicht besonders leicht gemacht worden, überhaupt entdecken zu können, Lyrik entdecken zu können und ihr Bild, das sie vielleicht aus der Schule mitbekommen haben, selbst korrigieren zu können, indem sie eigene Entdeckungen und Erfahrungen machen. Ich hoffe, das lässt sich ein bisschen aufbrechen dadurch, dass es mehr und mehr junge Verlage gibt, die auch mit anderen Mitteln arbeiten, die versuchen, ihre eigene Öffentlichkeit herzustellen, die versuchen auch mit grafischen Mitteln zusätzliche, die Texte befeuernde Anreize zu liefern. Vielleicht ist das ein Weg, aber letztendlich muss das auch Einzug in die Schulen und Hochschulen halten, dass eine Beschäftigung und auch eine Lust am Gedicht entfacht wird. Du hast junge Verlage genannt, du bist ja nun selber ein junger Verlag, du publizierst ja auch, bist ja nicht nur Schreibender. Eines eurer bekannteren Produkte ist das SICK-Magazin, die Zeitschrift für Literatur. Das gibt es, glaube ich, seit 5 Jahren. Ihr habt jetzt aber auch zwei dezidierte Autoren veröffentlicht, Jürgen Ploog und Achim Wagner. Gib mir mal einen Tipp. Ich persönlich habe das Bewusstsein, dass mir wirklich, ich habe so viel nicht gelesen, was eigentlich lesenswert ist und was wichtig und Weltliteratur ist. Balzac habe ich nicht gelesen, Pascal. Was soll mich jetzt, wenn ich dieses Defizit ernst nehme, was soll mich jetzt dazu veranlassen, junge Menschen wie die beiden Autoren jetzt zu lesen? Ja, das ist vielleicht einfach das Bewusstsein, dass die Literaturgeschichte nicht aufgehört hat mit der klassischen Moderne meinetwegen, sondern dass sie weitergeht. Und insbesondere die Literaturzeitschriften, von denen es eine ganze Reihe im deutschsprachigen Raum gibt, die lesenswert sind, eigene Akzente setzen und fantastische Hefte produzieren und immer wieder neue Entdeckungen machen, die befleißigen sich, eine Literaturgeschichte in Echtzeit zu dokumentieren, aufzuzeigen, was ist das Aktuellste der literarischen Produktion hierzulande oder meinetwegen auch in Übersetzungen aus dem Ausland. Insofern muss man gar nicht das schlechte Gewissen ad acta legen, so vieles aus der Tradition nicht gelesen zu haben. Das sollte man nicht vernachlässigen, das denke ich auch. Das hilft einem nicht zuletzt auch das zu kontextualisieren, was man in Gegenwartsliteratur liest. Aber, wie gesagt, die Literaturgeschichte hat nicht an einem gewissen Punkt aufgehört, nicht mit der Literatur der Nachkriegszeit oder der sogenannten neuen Subjektivität in den 70ern, sondern sie geht weiter, sie entwickelt sich weiter und daran teilzuhaben kann ein unheimlicher Lustgewinn sein, ein unheimlicher Spaß auch sein, das sozusagen live mitzuerleben und die Entwicklungen mitzuverfolgen. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich würde gerne ein Gedicht von dir, ein kürzeres, vorlesen, was mir in dieser Schwebesituation von Ernst und genauer Beobachtung und dieser vorhin behaupteten Leichtfüßigkeit ausdrückt. Das Gedicht geht so: Hörsturz, Pausenton. Der wie ein alter Kühlschrank surrende Tinnitus, in dem sich nachts bei geschlossener,
Tür das Licht nicht verstummt. Ich finde diesen Sprung zu dem Licht, das ist es eigentlich. Das ist das Unerwartete, das nicht feierlich Vorbereitete. Ich würde das gerne mal vergleichen mit einem Gedicht von Ingeborg Bachmann, was ich gelesen habe. Das heißt Hôtel de la Paix. Das geht so, wenn ich es jetzt zusammenkriege. Die Rosenlast stürzt schweigend von den Wänden. Und durch den Teppich scheinen Grund und Boden. Das Lichtherz bricht der Lampe dunkel, Schritte. Der Riegel hat sich vor die Tür geschoben. Nicht vor die Tür, vor den Tod. Der Riegel hat sich nicht, natürlich nicht vor die Tür, sondern vor den Tod geschoben. Ich entschuldige mich bei Ingeborg Bachmann. Das ist natürlich jetzt im Vergleich zu deiner Arbeit ganz starker Tobak, aber doch trotz allem vergleichbar. Wie stehst du zu Bachmann? Liest du sie? Magst du sie? Ich sage mir, ich habe sie gelesen, natürlich. Aber ich habe ein durchaus kritisches Verhältnis zu Bachmann. Nicht zuletzt wegen der, auch in dem Gedicht, was du gerade rezitiert hast, durchscheinenden Schwere. Das ist für mich ein schwerer Samtvorhang, den ich kaum zur Seite schieben kann und das Licht kaum durchs Fenster dringt. Man hat hier immer etwas, auch im Vortrag gerade, man kann sicherlich auch im Internet auch einige O-Töne von ihr finden. Im Vortrag hat sie etwas sehr Adventliches, etwas Getragenes, etwas Schweres, das ich bei aller Schwere, die Gegenstände, die poetischen Gegenstände manchmal einfach haben, immer ein bisschen, ja, wie du es gerade auch sagtest, zu durchbrechen versuche. Manchmal mit Humor, manchmal mit einer Überraschung, die nicht humorvoll sein muss, sondern vielleicht auch eine kleine Irritation darstellt. Aber diesen schweren Sandvorhang möchte ich nicht vor mein Fenster ziehen. Das Adventliche ist natürlich ein sehr schöner Ausdruck dafür, was ich wiederum an ihr schätze, diese Erwartung aus tiefster Not. Gibt es Lichtpunkte, die nicht von außen auf einen zukommen als Erleichterung, sondern die man selber schafft. Lassen wir uns jetzt von diesen Tönen berauschen, wenn wir das mögen, oder verurteilen wir sie. Die Frage, die ich jetzt stelle, wer ist unser Gast? Er kommt aus Hamm in Westfalen. Hat kürzlich in der Endausscheidung des Leons- und Lena-Preises teilgenommen, gibt die Zeitschrift für Literatur SICK heraus. Wer ist er? Ich gebe eine kleine Hilfe. Es ist nicht Daniel Ketteler. Wer Spaß daran hat, kann versuchen, das Rätsel zu lösen. Es gibt auch einen Preis. Das sind Bände, die wir bei richtigen Einsendungen demjenigen überreichen dürfen. Das ist ein Band von Christoph Wenzel. Der heißt nicht Tagebücher, sondern Tagebrüche. Und ich bedanke mich jetzt sehr und wünsche unseren Zuschauern viel Spaß beim Raten. Musik.